Nein, das darfst du nicht machen. Das ist nicht gut für die Umwelt. Stimmt. Wir dürfen auf gar keinen Fall die Umwelt verschmutzen, denn das haben wir in der Tlatelolco-Nachhaltigkeitswoche gelernt. Am ersten Tag haben wir uns vorgestellt und sie haben uns erklärt, was der Klimawandel überhaupt ist und was er für uns bedeutet. Zum Beispiel den Treibhauseffekt. Der Treibhauseffekt ist, ja, also wir pusten sehr viel Luft, also schädliches CO2 in die Atmosphäre und deswegen bildet sich da so eine Kuppel mit der Atmosphäre. Da können zwar die Sonnenstrahlen rein, aber nicht mehr gescheit raus. Und deswegen wird es immer wärmer und wärmer und wärmer und wärmer. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich im Winter schwitzen. Wegen Klimawandel kommen auch in letzter Zeit viel mehr Unwetter und Überschwemmungen. Wir haben am zweiten Tag so verschiedene Stationen gemacht. Die erste Station war das Samenpapier. Und da haben wir Papier, weil altes Zeitungspapier in Wasser rein da. Dann haben wir es gemixt. Und dann haben wir es so in einen Rahmen mit so einem, was wie ein Sieb rein da. Und dann haben wir solange es noch feucht war, haben wir dann die Farben rein da. Und dann haben wir nur die Samen reingestreut. Und dann haben wir es in der Sonne trocknen lassen. Wir haben am zweiten Tag haben wir Bienenwachstücher gemacht und da hat man sie einen Stoffrest aussuchen dürfen. Und dann haben wir Bienenwachs drüber gestrichen und haben es gebügelt und dann haben wir es trocknen lassen. Und da haben wir nur am zweiten Tag eine Station gemacht mit solchen Kisten. Und die haben auch so Häfteln gemacht. Und ja, und die waren eher leicht. Ja. Das ist jetzt so ein Modell. Und aus Müll kann man auch ein paar Sachen machen, weil man muss nicht unbedingt immer den ganzen Müll wegschmeißen. Am Mittwoch sind wir gemeinsam mit der Gruppe in den Wald gegangen. Am Weg in den Wald haben wir uns verschiedene Baum- und Straucharten angeschaut, von denen jeweils ein Blatt mitgenommen und das dann nachher auf unserem Waldplatz aufgelegt und haben uns dann angeschaut, wie viele verschiedene Baumarten wir haben und dass für einen stabilen, klimafitten Wald wir eine große Vielzahl an verschiedenen Baumarten brauchen, die sicherstellen, dass sie resistenter gegen Krankheiten oder irgendwelche Unwetterereignisse sind. Und haben viele Spiele gemacht. Eins davon war mit einem Klopapier. Wir haben uns in einen Kreis aufgestellt und haben ein Klopapier genommen. Das haben wir ein bisschen eingerissen und dann um die kleinen Bäume herum gelegt. Wir wollten nämlich schauen, wie viele Bäume in so einem kleinen Kreis wachsen. Danach haben wir dann mal ein Seilspiel gemacht. Da sind wir den Seil entlang gegangen und haben den Umweltraudi verfolgt. Der hat 10 Müllsachen im Wald liegen gelassen. Die haben wir alle finden müssen. Danach sind wir mit verbundenen Augen die Runde nochmal gegangen und haben uns nur ein Seil gehalten. Und am Schluss haben wir dann noch ein Theater gemacht. Also wir haben heute am letzten Tag ein Frühstück gemacht und da haben jeder was mitbringen müssen und wir haben dann geschaut bei den Verpackungen, von wo das kommt.
Und zum Beispiel dieser Käse ist aus den Niederlanden gekommen. Und obwohl man braucht es eigentlich gar nicht, weil in Österreich auch sehr viel Käse ist. Und man sollte auch immer regionales Essen essen, also was jetzt gerade reif ist und nicht im Winter Erdbeeren essen. Das von woanders kommt. Und man sollte beim Einkaufen auch schauen, von wo eben das kommt. Und es ist, ja, weil dieser Transport alles, das ist halt auch umweltschädlich. Und man sollte eben regionales Essen essen. Und man sollte schauen, dass es mit wenig oder gar keinem Plastik verpackt ist. Weil diese Verpackungen sind eigentlich nur dazu, um wieder ausgepackt zu werden und wieder weggeschmissen zu werden. Also man könnte das eben Recycling oder Upcycling machen. Und oder einfach gar nicht im Plastik kaufen, weil das ist einfach viel besser. Oder das ist zum Beispiel selber gemacht, das ist überhaupt am allerbesten. Es geht halt nicht immer, das ist eine super Erdbeermarmelade, schmeckt ja ziemlich gut. Und das ist ein Brot, das ist von der Erlachmühle, das schmeckt auch gut. Und das ist vom Holzofen, das steht sogar oben. Und das ist halt auch selber gemacht und das kommt von da. Und das ist selber gemacht worden mit der Hand und nicht von irgendwelchen Maschinen. Und wir sind zum Beispiel beim Gemeinschaftsgarten dabei, weil wir haben selber keinen Garten. Und das ist ziemlich lustig dort. Da haben wir einen riesen Komposthaufen und Erdbeeren und Himbeeren und Rehbissel und alles. Da haben wir ganz viele Beete. Und vorgestern haben wir dann zum Beispiel Zucchini Cordon Bleu gemacht, dass die Zucchini, die dann schon ziemlich groß waren, das mag ich auch voll gern. Und das schmeckt halt auch sehr gut. Okay, wir haben eine ganz tolle Woche erlebt mit den Kindern. Das Wichtigste bei der Bildung nachhaltiger Entwicklung ist natürlich einerseits, dass die Kinder sich mit den Themen befassen, die fürs nachhaltige Leben wesentlich sind, dass sie auch Zusammenhänge verstehen, das heißt systemisches Denken entwickeln. Das geht spielerisch und in der Gruppe am allerbesten, weil sie dann erleben, dass die anderen wiederum andere Sichtweisen haben und anderes schon wissen und verstehen als sie. Weil jeder kriegt von zu Hause natürlich auch Teile von nachhaltigem Verständnis mit. Und das Zweite, was aber auch so wichtig ist bei der Bildung nachhaltiger Entwicklung, ist nicht nur, dass diese Themen verstanden werden, sondern dass die Kinder Selbstwirksamkeitsgefühl haben. Also dass sie das Gefühl haben, sie können selbst was bewirken und sie können Einfluss nehmen auf die Entwicklungen für die Welt. Weil es stellt sich schon heraus, dass viele Kinder, vor allem Jugendliche, auch Ängste kriegen wegen des Klimawandels und den vielen Auswirkungen, die jetzt schon spürbar sind. Und da soll die Bildung nachhaltige Entwicklung unbedingt positive Stimmung, Aufbruchsstimmung, Veränderungserwartung und eben auch Kontrollerwartung bei den Kindern hinterlassen. Und ich hoffe, bin zuversichtlich, dass das bei den Kindern gelungen ist, auch damit, dass sie diesen Film jetzt verbreiten. Also gerne den Film weiter verbreiten. Die Kinder werden sich freuen. Danke.